So, und jetzt haben wir wieder Zwischenspeicherzeit. Jawohl. Eine Stunde aufgenommen, so lange wollte ich eigentlich nicht machen. Okay, ich lege noch einmal eine Folge drauf hier, noch hinten ran. Sag ich mal so. Santa Martina Defekt. Ich werde wahrscheinlich nochmal ein paar Mechaniker einstellen müssen. Jetzt runde ich hier mal auf die 5 gleich direkt. Dann noch zwei Sicherheitsmenschen. Dann haben wir vielleicht noch einen Entertainer. Da gab es einen Schneemann, glaube ich. Haben wir den hier? Ja. Der darf hier mal so ein bisschen rumtanzen. Aber der darf nicht ins Grüne. Das ist ihm verboten. Unter Strafe. Darf er nicht in den grünen Bereich gehen, sonst gibt es richtig Ärger. Oh, wir haben ja im letzten Monat Gewinn gemacht. 900 Mark fast, das ist schon mal gut. So, und die ersten kommen jetzt hier an. Der Gletscherbach, 2 Fahrzeit, 2,50 und es sind 12 Boote. Gucken wir mal, was das bedeutet. Das sind 120, 170 und 12 Boote sind aller 14 Sekunden. Rund ein bisschen mehr, aber ich runde einfach mal ab auf 14. Das wären 14,1666 irgendwas, aber ich runde einfach ab jetzt hier. Dann gibt es halt an einer Stelle eine größere Lücke, aber wisst ihr, ich habe das immer gern, wenn das so ein bisschen gleichmäßig unterwegs sind, die Boote. Das ist dann auch so ein bisschen besser, wenn dann die Warteschlange gleichmäßig abgebaut wird und nicht immer mit einem Schlag 20 Leute. Oder beziehungsweise hier bloß, nee, wie viele Leute gehen hier in so ein Boot rein? 4 Leute. Das ist mir immer ein bisschen lieber, ne? Also ich habe das ja schon oft gesagt, aber gut. Also fahren dort mit einem Umlauf 48 Leute mit, wenn ich das richtig sehe. Passt da nicht noch eine Attraktion hier rein, oder? Vielleicht, wenn es mal was Kleines gibt, irgendwie könnte man das dort reinstellen. Aber da will ich erstmal ein bisschen abwarten. Bis dahin werde ich ja mal einen Zaun hinstellen, dass hier keiner die Gletscherspalte runterstürzt. Nicht, dass hier abstruse Versicherungsforderungen an mich herangetreten werden. Da habe ich nämlich nicht wirklich Lust drauf, wenn ich es mal sagen darf. Aber eigentlich müsste die Bahn doch jetzt nur so langsam losfahren hier. Jetzt so. Achso, ich wollte ja hier hinten noch einen zweiten Weg dorthin bauen. Moment, ja stimmt. Und es fängt an mit Gewittern. Die Frage ist, komm ich hier durch. Da ist jetzt erstmal ein Baum im Weg, den ich da wahrscheinlich vorhin einfach mal so locker flockig hingestellt habe. Der muss jetzt mal dran glauben. Da hat es natürlich jetzt wieder den Zaun abgerissen. Oh, ich fass es nicht. Ach so, dann ist es wieder die Situation, wo ich diesen Platz dann dort habe. Na gut, ist es halt so. Und da hinten will er mich nie hinlassen. Na gut, dann. Gibt es halt hier einen Tunnel und der kommt dann halt irgendwo raus.
Ich glaube, hier müsste man, glaube ich, rauskommen können, hä? Wenn ich das richtig sehe. Ja. Komme ich da noch eins höher raus? Komme ich da auch noch zwei höher raus? Ach, da ist dann die Baumstammrutsche im Weg. Oh nee. Ach nö, das ist ja doof. Dann machen wir das anders. Dann ist da eventuell kein Platz mehr für eine weitere Attraktion. Oder nee, doch, da würde trotzdem noch eine hinpassen. Und das würde so passen, genau. Da haben wir jetzt hier noch so einen kleinen zweiten Verbindungsweg. Den lasse ich aber mal dort so, wie er ist. Ich könnte da höchstens noch mal ein bisschen ein paar Bänke hinstellen, dass sie sich dort hinsetzen können. Falls da jemand Lust hat, sich in einem dunklen Tunnel hinzusetzen, kann er das dann dort machen. Und ich hätte gerne Sicht auf Unterwasseransicht gerne mal aktiv hier. Und dann können wir da das Stück Zaun wieder hinstellen, was es dort leider abgerissen hat, wie so oft. So. Das ist auch hässlich hier an dieser Bug hier, ihr seht das. Ja. Lass mal's da weg. An der Stelle, so. Tja, es geht bergauf mit dem Gewinn. Was sagt die nächste Attraktion? Eine Gartenuhr. Was ist denn das bitte? Ist das euer Ernst eigentlich? Eine Gartenuhr? Dafür wird ein Forschungsmonat hier vergeudet. Ist doch nicht zu fassen. Die Leute denken sich, mir ist schlecht. Ich stehe für Putzfleisch eine Ewigkeit an. Naja, es ist halt so, wenn die Leute sich nicht auskäsen können, wenn die hier das Ding verlassen wollen, dann ne, ist halt das Problem, dass die dann ewig warten. Und da hat gerade wieder einer, naja, habt es gehört. Gereiert. Und da schon wieder. Jedenfalls klingt das so. Es ist, glaube ich, ach, hier liegt es auch rum hier. Kann mal einer kommen und das wegräumen. Das wäre toll. Und da regnet es schon wieder und wir haben das erste Jahr gleich geschafft. So, jetzt haben wir diese komische Gartenuhr hier. Für das hier, für dieses Objekt wurde ein Forschungsmonat, weggeschmissen. Na gut, dann müssen wir sie jetzt aber auch bauen. Und zwar hier. Ich verstehe das nicht, warum das ein extra zu erforschendes Gedöns ist. Wer weiß, was sich die Programmierer dabei gedacht haben. Man weiß es nicht so ganz genau, die Gedankengänge der Entwickler und Programmierer hier. Eigentlich müsste man jetzt hier so ein bisschen weiter bauen, dass man hier die Verbindung wieder hinkriegt. Da hinten ist auch Kotze. Das kann der, der die andere Kotze, weggeräumt hat, gleich auch mal wegräumen. Ich mach das jetzt. Ich baue mal einen Weg hier hoch.
auf den Gipfel. Und der kommt dann irgendwie, keine Ahnung, hier wieder raus oder sowas. Nee, vielleicht mal eins weiter. Es könnte sein, dass das dann mit der... Nee, doch, das passt. Aber hinten mit der Wildwasserbahn passt das dann nicht. Dann machen wir es so hier auf die Schnelle. Plätten das hier. Dann kommen wir dort nämlich unten durch. Müssen dann aber dort wieder hochbauen, aber das macht nichts. Ich mache das mal hier an der Stelle. Sieht auch nicht verkehrt aus. So, hier wechselt das jetzt in den braunen Fußweg, weil da der Gletscher zu Ende ist. Wo ist denn das jetzt hier? Dann gehen wir hier wieder runter auf der Seite. Man könnte sich auch einen Tunnel durchbauen. Aber die Leute sollen ja ruhig mal eine kleine Bergauf- und Abwanderung erleben. Finde ich jetzt. Warum laufen hier zwei Leute rum? Da kann doch einer mal hier so ein bisschen gucken und wegräumen. So, dann macht das hier die Kurve und macht dann Richtung Gletscher. Santa Martina schon wieder kaputt. Was ist denn das für eine Attraktion? So habe ich mir das jetzt gedacht. Da haben wir jetzt hier sozusagen die Verbindung hergestellt und die Leute können dann rumbauen und wir können dann hier dieses Quadrat oder diesen Quadranten hier so ein bisschen versuchen zu bebauen. Ob es funktioniert, ob es Sinn macht, werden wir erst im Verlauf dann des Szenarios sehen. Hier kommen wir bloß Mülleimer hin. Hier kommen an den Kanten Sitzplätze hin, wo die Leute sozusagen die Landschaft genießen können. So. Hier nochmal zwei Mülleimer. Hier nochmal eine Bank. Zack. So. Dann könnte man hier sogar ein bisschen platt machen, dann den Berg, um dort irgendwas hinzubauen. Mal gucken. Weiß ich noch nicht, aber immerhin hat das jetzt den Vorteil, dass das dann in der Richtung keine Sackgasse mehr ist und hier oben eigentlich auch nicht mehr, sondern die Leute können ja schön im Kreis rumlaufen. Aber ich würde mal befürchten, dass die ersten rumheulen von wegen, oh, ich hab mich verlaufen. Müssen wir dann mal gucken. Und wenn sich das ergibt an der Stelle, laden. Dann kommt als nächstes. Am 22. Oktober. 600 Besucher haben wir aktuell, das heißt, wir haben etwa ein Drittel des Spielziels geschafft. Und ja, stimmt sogar von den Besuchern. Parkwertung sowieso und von der vergangenen Zeit haben wir wirklich jetzt so ein Drittel geschafft schon. Und ich speichere noch einmal ab und dann sage ich an der Stelle vielen Dank fürs Zuschauen, auf Wiedersehen und tschüss, bleibt friedlich.